What's up, ladies and gentlemen? Herzlich willkommen zum Velociraptor Simulator. Ja, ich hatte ja vor ein paar Wochen mal auch den T-Rex Simulator hier gespielt und jetzt sind wir hier im Velociraptor Simulator. Das ist doch derselbe Publisher oder Hersteller, wie man es auch immer nennen mag, der hier das Spiel bereitgestellt hat. Das sieht man, denke ich, auch so am Design und alles andere auch. Also die Knöpfe sind alles gleich. Nur, dass wir heute nicht einen T-Rex spielen, sondern einen Velociraptor. Und das ist eigentlich auch nochmal eine ganz andere Art zu leben, meine Freunde. Ich meine, wer hat sich nicht schon immer erträumt, so einen Velociraptor zu spielen, zu steuern, was auch immer. Und ja, ich würde sagen, ich erkläre euch kurz nochmal die Steuerung. Die ist eigentlich genauso wie auch beim T-Rex Simulator. Falls ihr den nicht gesehen habt, den verlinke ich euch jetzt hier irgendwo auch wieder im Video. Ja, also hier oben, der oberste Button von rechts ist das schnelle Rennen. Normalerweise laufen wir nämlich so, wenn wir ohne diesen Button laufen. Unten drunter, wie ihr so schön hört, ist das Gebrüll. Da habe ich beim T-Rex Simulator eigentlich auch noch nicht so genau rausgefunden, was das jetzt bringt. Ich glaube, irgendwie schüchtert man die Gegner da ein bisschen ein, keine Ahnung. Hier haben wir jetzt was Neues. Hier kratzen wir oder keine Ahnung, machen so einen Schlitzer hier. Also diesmal zwei Attacken und hier beißen wir. Keine Ahnung, was jetzt hier irgendwie mehr zieht, was mehr bringt. Das werden wir bestimmt irgendwie auch sehen können, bald vielleicht. Und ja, also beim T-Rex Simulator hatten wir hier nur eine Attacke, aber hier haben wir ganze zwei Stück. Und ich würde sagen, wir pirschen uns jetzt einfach mal hier durch die Kreidezeit. Der Velociraptor lebt ja in der Kreidezeit. Und falls ihr die anderen Folgen nicht gesehen habt, es geht darum hier... Okay, Leute. Leute? Was war das? Okay, das war schon wieder ein geiler Start. Ich weiß nicht, was ist passiert. Bin ich... Kann es sein, dass ich schon dehydriert bin oder was? Ja, auf jeden Fall seht ihr oben wieder die Balken. Links ist das Herz, das ist das Leben. Dann die Keule ist der Hunger. Und das Wasser ist halt der Durst. Und die Energie ist halt die... Energie. Ja, die haben wir hier schon mal verscheucht. Können wir diese Eier hier essen? Genau. Und wenn wir irgendwas essen, bekommen wir XP. Die XP-Leiste seht ihr oben. Diese weiße Leiste oder weiß-bläulich. Das heißt, wenn wir was essen, bekommen wir eine bestimmte Anzahl EP, wie bei diesen Eiern, zum Beispiel 120. So, wir machen es jetzt mal auf die Suche. Also, ich habe keine Ahnung, was... Da gehen wir jetzt mal nicht hin. Ich glaube, das ist ein Allosaurus. Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde sagen, so als kleiner Raptor würden wir uns nicht gerne mit so großen Fleischfressern hier anlegen wollen. Da hinten, das könnte doch schon was für uns sein, so ein Parasaurolophus. Scheiß drauf, wir greifen den einfach mal an. Bap. Hier sind wir auf jeden Fall viel wendiger als mit dem T-Rex noch zum Start. Wir variieren jetzt mal ein bisschen. Komm, fetz mal rein, Mann, ey. Fetz mal rein jetzt. Bap, 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 bap. Und wir haben unseren ersten Dinosaurier erlegt. Haben einen Haufen XP bekommen. Hier holen wir uns noch was. Ei. Noch bleibt plus 150. Jetzt holen wir uns noch den hier. Guck mal, der rennt schon weg. Der rennt schon weg, aber er hat keine Chance. Ah ja, ich habe jetzt gebrüllt und ihr seht hier oben dieses verwirrte Zeichen über ihm. Ich versuch's mal nochmal. Seht ihr das? Also ich denke mal, das ist so wie so ein bisschen Stun, denke ich mal, weil er greift natürlich auch uns an. Komm schon, mach ihn down, Mensch. Mach ihn down. Ja, irgendwie muss ich auf jeden Fall ein bisschen weiter weggehen, sonst funktionieren die Attacken irgendwie nicht. Hallo? Ah, okay, ich habe noch was rausgefunden, denke ich mal. Wenn oben die Energieleiste komplett leer ist, dann kann ich irgendwie nicht schlagen, nicht beißen. Und das ist gerade irgendwie auch der Fall. Aber wie wird die nochmal... Ach so, also ihr müsst euch dann irgendwie wieder ein bisschen wegbewegen. Dann wird sie auch wieder voller. Ich glaube, da hinten war ein Tyrannosaurus. Da gehen wir wieder mal ein bisschen weg. Ja, da ist auch ein T-Rex. Oh. Jetzt unsere Beute ist entfleucht. Aber das ist gar nicht so gut. Ja, ich würde jetzt schon gerne hinterher. Aber der T-Rex steht uns da im Weg. Frisst der oder was tut der da? Stegosaurus ist wohl auch noch nichts für uns. Der brütet, glaube ich, hier auch sein Ei aus. Wir laufen mal um ihn rum. Der muss ja noch irgendwo hier hinten sein, unsere Beute. Bemerkt er uns? Nö. Ja, nichts zu sehen. Weit und breit. Ah, da ist der doch. Erst brüllen wir hier mal wieder. Okay, das sind drei Stück. Die packen wir nicht. Nein!
Also Leute, die Folge fängt ja schon mal gar nicht gut an. Wir müssen hier auf jeden Fall leichtere Beute finden als diese. Weil mit dreien würde ich mich jetzt nicht gerne rumschlagen. Vielleicht können wir den jetzt holen. Der ist jetzt gerade alleine. Holen wir den schnell, bevor die anderen wieder kommen. Also ihr seht, wenn ich hier jetzt auf Beißen drücke, dann geht oben unsere Energieanzeige, da wo der Blitz ist, geht dann runter. Wow, Level up. Wir haben ganz schön zugelegt an Masse hier. Massephase bei unserem Start. Den holen wir jetzt auch noch. Brüllen wir erstmal hier. Hat jetzt irgendwie nichts gebracht. Brüllen wir nochmal. Jetzt hat es wieder was gebracht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das Beißen ist, glaube ich, stärker. Das, ihr seht, dass die Krallen hier ziehen nur 1 oder 2 ab. Und das Beißen zieht 6 bis zu 6 Punkten ab. Essen wir dieses Vieh hier noch. Da haben wir noch ein wunderschönes Ei. Holen wir uns den auch noch. Okay, jetzt verstehe ich aber nicht, warum man das Kratzen hier überhaupt braucht. Okay, wir haben wieder keine Energie. Also das ist, ich würde gerne wissen, wie man die Energie hier schneller auflädt. Okay, ich glaube, wir müssen einfach mal ein bisschen warten. So, jetzt holen wir uns wieder. Mach ihn down. Jawohl. Gleich haben wir wieder Level Up. Also ihr habt ja auch gesehen, beim Level Up wachsen wir auch immer ein bisschen und werden halt stärker. Wenn wir jetzt hier oben links auf dieses Plus drücken, sehen wir hier auch unser Level 2, Health 120. Ja, wir haben jetzt nichts abgezogen bekommen. Und hier sehen wir so unsere, ja, was wir brauchen, Hunger und Durst und solche Sachen. Was gibt's hier noch? Ja, hier sind so die Dinge halt. Ah, hier sehen wir auf jeden Fall die Dinosaurier, die es hier gibt. Ah, das habe ich noch nie entdeckt, und welche Gesundheit sie haben. Speed, Aggression. Okay, hier können wir dann auch später noch unsere Farben ändern. Aber das soll jetzt gar nicht Thema sein. Wir brauchen nämlich noch mehr Food, Leute. Freunde der Nacht. Wir brauchen was zu fatzen. Wenn wir das nächste Level erreicht haben, werde ich auf jeden Fall einen Cut machen. Da ist eine Truhe. You found a chest. Okay, was bringt dieses Chest jetzt? Sehen wir das? Ah, okay, der hier unten. Hier unten seht ihr auf jeden Fall, ist diese Truhe. Fact 1, Velociraptors were relatively small dinosaurs with a max height of around 3 feet. Ja, hier habt ihr es gesehen, das ist auf jeden Fall anders als bei Jurassic Park, wie es immer so suggeriert wird. Da sind die Viecher ja über 2 Meter hoch, aber das ist dann auf jeden Fall nur erfunden von dem guten Spielberg, weil, wie ihr seht, wir sind auf keinen Fall 2 Meter hoch. Wir sind, glaube ich, so 1 Meter ungefähr. Und ja, also es war eigentlich, in Jurassic Park ist das nur, damit es halt dramatischer wirkt. Die brauchen ja natürlich auch einen guten Antagonisten. Aber naja, was soll's. Unser Velociraptor hier hat es auf jeden Fall auch drauf. Wir machen ihn mal fertig, Mann, ey. Oh, gegen 2 Stück, aber das packen wir, oder packen wir das? Der eine ist down. Und wir hatten wieder Level Up, wir sind wieder gewachsen. Oh, den haben wir aber schnell erledigt jetzt. Wir holen uns hier noch die Eier. Finden wir noch einen kleinen Snack hier unterwegs irgendwo? Boah, so ist da los. Ich glaube, die packen wir noch nicht. Das ist Pterodactyl, glaube ich, oder so. Ich weiß auch nicht, warum die so riesig und warum die überhaupt auf dem Boden hier rumlaufen. Aber wir können mal das Ei hier holen. Einfach so stibitzen, wie es ein guter Jäger auch tut. Bapp. Also ich finde es eigentlich ziemlich geil, hier einfach mal so rumzuchillen. Von denen halten wir uns auf jeden Fall fern. Hier einfach mal rumzuchillen, rumzurennen mit so einem Raptor. Mit dem T-Rex war es ja auch schon cool, aber hier finde ich, ist es noch ein bisschen anders, weil man einfach ein bisschen wendiger ist. Ah, hier haben wir auf jeden Fall nochmal so einen Platz. So ein Cave oder Nest oder wie es auch immer hier genannt wird. Und links seht ihr hier die Treats. Und wenn wir da drauf drücken, geht es nicht. Hallo? Also normalerweise, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann habe ich immer was gegessen, aber scheinbar geht es hier irgendwie nicht. Die Kiste hier können wir auch nicht. Ah ja, doch, wir haben sie nochmal gefunden. Schauen wir uns die Kiste nochmal an hier. Nein, wo war das jetzt genau? Hier. Fact 6. The Velociraptor's primary weapon was its razor sharp 3-inch claws on its hind feet. Also bei den Kisten bekommen wir hier wahrscheinlich immer nur solche Tipps. Ja, also ihr habt gerade gehört, unsere Klaue an den Füßen ist unsere Hauptwaffe. Was kann man ja denn noch eigentlich tun? Okay, brüllen wir nochmal. Also ich weiß, dass man hier auf jeden Fall irgendwie was mit Herzen hier anstellen kann, wenn man einen Partner hat. Also man kann in diesem Spiel auch einen Partner bekommen.
Das habe ich mit dem T-Rex ja hinbekommen. Da habe ich ja schon ein Weibchen. Kann man hier durch? Yay. Naja, auf jeden Fall soll es das mal fürs Erste gewesen sein. Hier irgendwie backe ich gerade rum. Ich bin, glaube ich, außerhalb von der Map. Auf jeden Fall sagt mal in den Kommentaren, was ihr von dem Spiel hält. Ob ihr es irgendwie cool findet oder ob ihr es unnötig findet. Ich meine, von der Grafik her ist es klar, es ist immer noch ein Smartphone-Spiel. Das ist erhältlich für, ich glaube, für iPhone und für Android. Wenn ich jetzt, müsste ich lügen, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon hält. Schaut euch auch das T-Rex-Gameplay an und vergleicht mal so ein bisschen, was ihr besser findet. Und dann sage ich mal hasta la vista und bis zum nächsten Part.